man muss dazu sagen, Battle Royale ist ja nicht unbedingt das Viewer-interaktivste Game, was es gibt. So. Also, wisst ihr, weil ich halt permanent hier am Zocken bin. Oh mein Gott! Okay, ich habe mich gerade selbst gekillt. Was? Ja. Sag mir nicht, dass das Auto gecrashed. Ja, ich habe das Auto gecrashed. Oh nein. Vor allem so dumm. Meine Fresse, Alter. Oh Gott. Überhaupt Erste-Hilfe-Kits? Ja, ja, klar. Das Bett verbraucht richtig viel Platz, ey. Ich komme noch in die Zone rein. Ah, mit viel Schaden. Ich finde es ja noch ein Auto unterwegs. Ja, ja. Oh Gott. Casual Dice 7, get wrecked. Ja, Mann. Noob Dice 7. Ja, ja, es ist in Ordnung. Ich nehme alle eure Beleidigungen entgegen. Auch Knibbels behindertes Lachen gerade. Ist kein Problem. Ich hasse dich. Carry a light, ne? Ich fand das so geil letztens, wo ich das den einen Abend gestreamt habe. Erste Game und ich klatsche auf den Boden. Fucking ne? Auto gefunden. Nice. Wo ich dann direkt beim ersten Game auf den Boden geklatscht bin. So, du streamst nächsten Tag, erste Game, klatscht erstmal direkt auf den Boden. Also aber halt, weil du zu schnell warst. Ja. Das ist halt auch so. Oh, Quatsch, das ist so nice. Nicer. Jetzt, bam, kaputt. Das wäre echt ärgerlich. Weißt du, was heute los ist, Alter? Ich glaube, ich habe zu viel Wasteland gespielt, wo irgendwie das Schadensmodell so eigenartig angepasst worden ist. Ja, das ist ein bisschen zurückgeschraubt, ne? Ein bisschen. Ja. Hab ich keinen Schuss gehabt? Konzentriere mich jetzt. Luck Dice 7, niemals, Alter. Skill. Oh, die zählen schon runter. So, warum zählen die runter? Bis zum nächsten Crash. Wow. Ich habe vielleicht einmal mein Auto gecrashed, okay? Ein einziges Mal, okay? Dieses Game. Ja, das heißt noch lange nicht, dass ich permanent mein Auto crashe. Gut, ich schaff's öfter. Ja. Geh mal Ausrufezeichen Tüppelpaste ein im Streamchat, okay? Geh mal Ausrufezeichen Tüppelpaste im Streamchat ein. Okay, wir gehen jetzt auf Full Danger, Full Danger. Böcke noch nicht mal gesehen. Gut, sagst du? Ich sag richtig Full Danger jetzt. Warum ist ein Salz abgeben hier? Hier, halt, habe ich mich wieder versteckt, während es eine Polizei auf mich geschossen hat. Damals war das so, ich war mit wem war ich nochmal? Ich war mit Jockel im KFC damals, also ganz, ganz damals so. Und wir haben so uns, da war Alt Life gerade neu und wir haben uns richtig über Alt Life unterhalten, so, oh ja, voll geil, Alter, und haben wir da 5 Bullen umgebracht, mega geil und so. Und neben uns waren so Leute, die uns so angeguckt haben und dachten sich vermutlich auch nur so, reden die gerade darüber, dass die Polizeibeamte ermordet haben? Das war großartig. Ich habe immer noch keine Waffe draußen. Der liebe Herr Schmidt hat mir geschrieben, übrigens gerade bei Twitter. Tut mir leid, war erst am Zögern, ob ich auf jemanden ohne Waffe schießen soll, aber ist Battle Royale, war kein Stream-Snipe. Oh. Daniel, erzähl uns mal bitte, wie du auf den Namen Moon die 7 gekommen bist, D. Lange Zeit habe ich den Namen Moon gehabt. Und dann ist mir aufgefallen, dass Moon halt so ein Name ist, den, keine Ahnung, jeder Idiot hat. Also der halt sehr, sehr verbreitet ist. Ich bewege mich weiter, auch wenn das keine gute Idee ist übrigens. Aber YOLO. Vielleicht finde ich ja noch einen Charlie irgendwo.
Habe ich festgestellt, dass der Name Moon halt sehr oft verwendet wird. Oh, ein Flashlight, warum nicht? Und daraufhin habe ich mich entschlossen, ich brauche irgendwas, was meinen Namen individualisiert. Und dann bin ich so ein bisschen auf Die, Sterben und so gekommen. Yay, mega geil. Und dann irgendwann dachte ich mir so, was ist eigentlich DYE auf Englisch so? Ich weiß auch nicht genau, wie ich darauf gekommen bin. Es war so Browserei, Browse, so ein bisschen am Rumfummeln. Hab geguckt, ob irgendwas passt und so. Und stellt sich heraus, Die passte. Oh Gott, bitte lasst niemanden hier hinkommen. Und dadurch habe ich mir dann den Namen Moondai 7 gegeben. Warum 7? Weil Moondai sogar tatsächlich. Das war, also, ich habe dann gegoogelt halt, ob es das schon gibt. Und habe festgestellt, es gibt eine Kletterroute in Amerika, die so heißt. Und irgendwann machen wir mal einen Vlog, wenn ich zu viel Geld habe, wenn ich kurz davor bin, in den Ruhestand zu gehen oder so. Dann fliegen wir zusammen, also ihr mit der Kamera mit mir zusammen, nach Amerika. Und dann gucken wir uns mal die Kletter- oder die Boulderroute Moondai an. Mega nice, wie ich finde. Da ist der Drop, den ich gesehen habe. Können überall Leute sein, ne? Das ist so gefährlich, sich hier zu bewegen. Hier ist auch irgendwo jemand, garantiert. Das ist zu gut, um das nicht als Tarnung zu benutzen. Oh, ich glaube, ich war hier noch nie ein Altes an der Stelle. Ne, ich war hier noch nie. Für eine Sekunde aus, wenn da jemand liegen würde. Irgendjemand ist hier. Hier muss irgendjemand sein. Oh mein Gott, wie klein! Boah, ist ein weiter Weg. Alter, ich muss echt rennen. Like a bitch. Hauptproblem ist, hier ist irgendwo jemand. Und dieser jemand wartet darauf, mich umzubringen. Nicht mal das Haus da vorne ist drin. Da ist jemand. Da war er. Oh mein fucking Gott! Gut, dass ich keinen Krach gemacht habe, währenddessen ich auf die Zone zurenne. Ja, das wird unser Tod, glaube ich, werden, die Zone, Jungs. Gerade. Head spielt mit Head Bob. Oh Gott. Mir wird schlecht. Muss hier mal sagen, dass er es ausmachen soll. Naja. Sorry. Hinter mir. Hinter mir war der. Ich habe Angst, dass jemand vor mir jetzt ist.
Oh Gott, ich bin im Stein drin. Ah, ich war drin. Gefangen. Hinter uns, hinter mir. Der stirbt gerade in der Zone. Scheiß drauf, ich stirb in der Zone. Der hebt mich hier ab. Oh, hätte es gestorben. Ja, er ist im Zirkel gestorben. War das der Typ hinter mir? Nein. Okay, war es Seebär. Ich weiß auch nicht, warum mein Schuss gar nicht getroffen hat, muss ich dazu sagen. Irgendjemand wollte mich unbedingt verraten hier. Shit, hat der mich erwischt, Jungs. Eigentlich schreit das hier schon fast danach, dass ich da rangehen muss. Let's go! Hab mir gerade das BRYT-Video angeguckt. Ich hab zwei V1 gekämpft und habe eins getötet und den anderen die Beine gebrochen mit fetten 2,5 FPS und dann kommt ein Nein, Marcel ist tot. Ich habe Blut geschwitzt, egal, GG, nächstes Mal bekomme ich dich. Mikizo, vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, über welches Video du genau redest, aber okay, danke, cool. Oh mein Gott, MK17, Jungs. Zwei Crates nebeneinander. Ja. Are you serious? Okay. So noch ein MK17 Silencer. Ja, der hatte ich aber vorher schon dabei. Ei, ei, ei. Oh mein Gott, was tue ich? Kein Special Carrier Rig? Nein. Kast. Ich habe so viel Shit gerade gebaut. Schon restricted eigentlich? Ich glaube nicht. Jetzt. Böse Jungs würden jetzt übrigens durch den Stein durchgucken, möchte ich anmerken. Ich habe jetzt auch keine Zeit gehabt, da großartig zu looten, Digga. Möchte ich mal anmerken, ne? Nee, ist richtig. Du musst das auch gerne mal, noch mal mit, ey. Umgebracht. One on one, guys. Ein riesiger Zirkel und noch eins gegen eins. Okay. Let's do something stupid, okay? Ja, no mistakes, only happy accidents. Haben wir ihm mal beigebracht.
Du hast vorhin von Sync Gaming erzählt. Ich habe Digga, ich kann gerade gesehen, nicht du darüber hast reden. sogar ein Video davon. Was ist los, Wie Alter? hast du Wie die kannst du denn jetzt hier eine gelernt? Donation Du raushauen, das Alter? Team. Danke, Alpha Kevin. Okay, das Ding ist, warum ich das getan habe, Jungs. Ich bin hier hingelaufen, weil gerade eben habe ich sehr, sehr laute MK20-Schüsse abgegeben. MK17-Schüsse. Und weil ich halt weiß, dass er irgendwo im Inland sein muss, dachte ich mir, ist es sinnvoll, wenn ich den kompletten Weg, also wenn ich quasi das Risiko eingehe und an der Küste entlang laufe, um sozusagen von der anderen Seite zu kommen. Bin deswegen hier. Bei mir in der Nähe. Ist irgendwo hier oben. Ich habe ihn gerade hören, nachladen gehört. Fucking Armer mit dem fucking, dass man nicht schleichen kann. Fuck. Das ist da oben irgendwo. Ich könnte schwimmen. Könnte ihn umschwimmen. Digga, bist du bekloppt, Alter? Das Ding ist, schreck mich doch nicht so. Ich wollte gerade mein Mikrofon mute und mute den Ingame-Sound von dir. Oh, Alter. Digga, Alter. Habt ihr das gehört, Alter? Ich werde sabotiert von meinen eigenen Teammates. Ey. Sorry. Mute dich jetzt, Mensch. Du bist wie eine tickende Zeitbombe. Man weiß nicht, was als nächstes du bist. Warum ist hier Sand? Das verrät mich, dass ich an der Küste bin, falls jemand das hört. Oh.
Was? Hab ich den Dolch gehört, Mann? Bin mir relativ sicher, dass ich ihn gehört habe. Muss der irgendwo dahin? Ne, warte mal. Hinter mir ist alles frei, da ist alles frei. Da könnte er sein. Irgendwo da vorne in dem Busch. Da. Da irgendwo. Ist er vor mir, hier. Weird. Oh wow. What the fuck is going on? Fuck, Alter, was eine fucking Runde, ey. Oh. Meine Güte. Knüppel hustet einmal. Scheiß Knüppel, er hat sich alles hier mit zusammengezogen, Mann. Das war so dumm. Ich so, oh mein Gott, du musst husten. Du hast Katze im Hals. Oh, der hat LCZ gehabt. Ja. Und klick so in deinem Stream auf Mute. Hier war, und hier war ich. Oh mein Gott. Gut, dass ich mich wegbewegt habe. Der hat für mich die ganze Zeit von mich gehört, Mann. Ja, das sind auch 3 Wins in a row, Mann. Was ist los mit euch hier? Ja. Daniel hat's doch in sich. Ja, der alte Mann, ja. 26 Jahre und trotzdem macht gute Reaktionen. Obwohl er Streamsniped wird. Schönen Waffe gehabt, natürlich.